Ja, also es versteht keiner. Jeder sagt jetzt plötzlich, du müsstest doch schon längst tot sein. Ich habe 13 Ärzte konsultiert, beim 14. habe ich das Methadon bekommen. Ich weiß aus eigener Anschauung, dass dieses Medikament sicherer und effektiver ist als all die anderen Medikamente, die ich auch ausprobiert habe. Und ich habe alle ausprobiert. Ein bekanntes Schmerzmittel sorgt für Wirbel. Den einen rettet es offenbar das Leben. Andere verteufeln es. Und damit herzlich willkommen zu Plus Minus heute aus Erfurt. Vielleicht erinnern Sie sich noch, im April berichteten wir über Methadon, der Wirkstoff, den meisten bekannt aus der Drogentherapie, der macht Krebspatienten Hoffnung. Er kann offenbar die Wirkung von Chemotherapien verstärken und Krebszellen sterben lassen. Noch fehlen wissenschaftliche Studien und an denen zeigen Ärzte und Pharmaindustrie bisher kein Interesse. Nach unserer Sendung verhärteten sich die Fronten. Viele Patienten und Angehörige schrieben uns, sie berichteten, wie bei Ärzten der Widerstand gegen das preiswerte Medikament wächst. Eine, die uns schrieb, war Sabine Dettling. Ihr Vater war an einem unheilbaren Gehirntumor erkrankt. Die Ärzte machten ihm keine Hoffnung. Doch der 87-Jährige gab nicht auf, wollte zusätzlich zu seiner Chemotherapie Methadon. 13 Ärzte haben die beiden konsultiert. Überall stießen sie auf Ablehnung. Ihr Hausarzt verteufelte das zugelassene Schmerzmittel regelrecht. Mein Papa wäre unter der Einnahme von Methadon im Delirium, wäre desorientiert, wäre die meiste Zeit schläfrig. Und so kurzum, das mit dem Methadon ist nur Spekulation, einfach nur eine Verschwörungstheorie gegen die Pharmaindustrie. Und von mir bekommen Sie das nicht, hat er uns gesagt. Erst beim 14. Arzt bekamen sie ein Rezept für Methadon. Für ihren Vater war es schon zu spät. Doch warum wollen Krebspatienten plötzlich Methadon? Im April berichteten wir über die Entdeckung dieser Forscherin aus Ulm. Schon 2007 beobachtete die Chemikerin im Labor, Krebszellen sterben, wenn sie zur Chemotherapie Methadon hinzufügt. Im Tierversuch zeigte sich dasselbe Ergebnis. Es kann so sein, dass eine Zelle zu 10% anspricht mit einem Chemotherapeutikum und gebe ich Methadon dazu, kann ich einen 100%igen Zelltod erreichen. Die Forscherin stellt Patientenfälle vor. Tumore wie hier im Hirn, die auf keine Therapie mehr ansprachen, verschwanden. Auch Metastasen wie hier in der Leber gingen zurück. Zu den dokumentierten Patienten gehört auch Sabine Kloske. Die Ärzte diagnostizierten bei ihr ein Glioblastom, ein schnell wachsender, unheilbarer Hirntumor. Seit 2,5 Jahren nimmt sie zur Chemotherapie Methadon. Seit 2,5 Jahren ist der Tumor nicht zurückgekehrt. Das liegt weit jenseits der ärztlichen Prognose. Doch die dokumentierten Patienten sind sogenannte Einzelfälle und definitiv kein wissenschaftlicher Beweis für die Wirksamkeit von Methadon. Dafür braucht es klinische Studien. Doch obwohl die Forscherin ihre Daten schon 2014 veröffentlichte, scheint sich jahrelang kein Pharmakonzern für eine Studie zu interessieren. Liegt es daran, dass Methadon nicht mehr patentfähig und somit extrem billig ist? Ein Tag Therapie kostet nur wenige Cent. Wenn Methadon seine 12 Euro kostet für 4 bis 6 Wochen und steht vielleicht in Konkurrenz zu einem Medikament mit 20 oder 25.000 Euro, kann ich mir schon vorstellen, dass Methadon da keine Chance hat. Ein Beispiel dafür ist Avastin. Auch dieses Medikament soll das Leben von Krebspatienten signifikant verlängern. So versprach es zumindest der Hersteller Roche in dieser Produktinformation. Anders als beim Methadon wird an Avastin seit Jahren unter Hochdruck geforscht. Eine Behandlung im Quartal kann hier bis zu 25.000 Euro kosten. An der klinischen Forschung von Avastin maßgeblich beteiligt war Professor Dr. Wolfgang Wick, einer der führenden Neuro-Onkologen Deutschlands. Interessanterweise verfasste er auch eine der ersten Stellungnahmen, die vor dem Einsatz von Methadon in der Krebstherapie warnten. So hieß es unter anderem, Methadon sei potenziell reich an unerwünschten Wirkungen, die die Lebensqualität der Patienten unnötig einschränken. Schon im April zeigten wir, dass Mediziner wie Dr. Hilscher andere Erfahrungen machten. Er leitet ein Hospiz und seit fast 20 Jahren setzt er Methadon als starkes Schmerzmittel ein, denn als solches ist es seit Jahren zugelassen. Anders als in der Drogenersatztherapie bekommen es seine Krebspatienten in einer viel geringeren Dosis. Nebenwirkungen halten sich dadurch in Grenzen. Die Patienten gewinnen sogar ein Stück Lebensqualität zurück.
Bei manchen Fällen zeigte sich noch ein Effekt. Ich habe in den Jahren der Tätigkeit im Hospiz beobachtet, dass es nicht nur den Patienten besser geht, sondern dass sie auch länger leben. Trotz der vielversprechenden Beobachtungen des Mediziners, wie auch der Forscherin, scheint für eine klinische Studie bislang das Geld zu fehlen. Die Resonanz nach unserer Sendung im April war riesig. Die Redaktion erhielt tausende Zuschriften von Betroffenen, aber auch Ärzten. Andere Medien griffen das Thema auf. Stern TV berichtete sogar in zwei aufeinanderfolgenden Sendungen über dieselben Patienten und Experten aus Plus Minus. Seitdem ist eine kontroverse Debatte zu Methadon entstanden. So hat es kaum eine Fachgesellschaft in den letzten Wochen versäumt, vor dem Einsatz von Methadon bei Tumorpatienten zu warnen. Die Deutsche Schmerzgesellschaft sieht sogar die Gefahr, dass Patienten eine wissenschaftlich belegte Therapie ablehnen könnten, um stattdessen Methadon zu nehmen. Die Aussage überrascht uns. Patienten aus ganz Deutschland berichten das Gegenteil. Ein Angehöriger schreibt zum Beispiel: Wir haben eine Ärztin gefunden, die meinem Vater Methadon verschreibt. Nun behandelt der Hausarzt ihn nicht mehr. Ein anderer schreibt: Manche Onkologen brechen die Chemotherapie sogar ab, wenn man zusätzlich Methadon nimmt. Auch an Dr. Hilscher wenden sich vermehrt Patienten, denen die Chemotherapie verweigert wird, weil sie zum Beispiel von einem anderen Schmerzmittel auf Methadon umgestellt wurden. Da es sich um ein zugelassenes Medikament für die Behandlung von Schmerzen handelt, ist es ärztlich oder unärztlich und unethisch, jemanden, der mit einem zugelassenen Medikament behandelt wird, deswegen eine andere lebensnotwendige, lebensverlängernde Therapie zu verweigern. Immer wieder ist in den Stellungnahmen auch von lebensgefährlichen Komplikationen wie Atemstillstand die Rede. Für die Gesellschaft für Palliativmedizin ist Methadon deshalb selbst zur Behandlung starker Tumorschmerzen nicht das Mittel der ersten Wahl. Wir fragen einen Palliativmediziner, der für die Stellungnahme mitverantwortlich ist, warum er selbst bei Tumorpatienten mit Schmerzen von Methadon abrät und es selbst nicht einsetzt. Weil bei diesen Medikamenten eben tatsächlich die Gefahr einer Ansammlung in den ersten Tagen da ist, die Nebenwirkungen dann deutlich stärker sein können, Komplikationen auftreten können und es schon eine gute Fachkenntnis braucht, um mit diesen Medikamenten umgehen zu können. Patienten wie Elke Jülle-Schlager haben andere Erfahrungen gemacht. Sie hat selbst jahrelang als Palliativmedizinerin gearbeitet, bis bei ihr Krebs diagnostiziert wurde. Weil ihre Leber voller Metastasen und auf doppelte Größe gewachsen war, gaben ihr ihre Kollegen nur noch wenige Wochen. Wegen der extremen Schmerzen wollte sie Methadon, doch ihr Hausarzt weigerte sich. Es sei zu gefährlich. Stattdessen bekam sie ein anderes, fast 10-mal so teures Schmerzmittel. Ich habe gemerkt, das geht nicht, weil ich so viele Nebenwirkungen hatte, massive Übelkeit, Erbrechen, der Kopf war nicht mehr klar. Und es war mir sehr wichtig, da die restliche Lebenszeit eben auch noch Dinge regeln zu können. Nach 4 Monaten Suche verschrieb ihr ein befreundeter Arzt schließlich Methadon. 2x20 Tropfen nimmt sie täglich zur Chemotherapie. Außer anfänglicher Verstopfung hatte sie keine Nebenwirkungen. Zum ersten Mal war sie nahezu schmerzfrei. Ich konnte wieder atmen, ich konnte wieder Treppen steigen, ich gehe einkaufen, mache ein bisschen Sport auf dem Trampolin, ich singe wieder. Also ich habe so viel Lebensqualität und dadurch auch psychische und körperliche Qualität gewonnen. Vor dem Hintergrund solcher Patientenerfahrungen stellt sich die Frage, wie unabhängig sind die Warnungen vor dem Schmerzmittel Methadon wirklich? Wir finden Quellen, die zeigen, welche finanziellen Zuwendungen die Fachgesellschaften von Pharmaunternehmen bekommen, darunter auch Hersteller hochpreisiger Schmerzmittel, die ein Vielfaches von Methadon kosten können. Besteht da ein Interessenskonflikt? Für die Fachgesellschaft ist es so, dass wir gerade überlegen, wie wir auch diese Sponsorenverträge, egal ob das jetzt ausgewiesen ist oder nicht, wie wir davon wegkommen können, damit wir eben hier auch wirklich völlig unabhängig sind von jedem Einfluss oder auch nur von jedem möglichen Einfluss. Sie haben völlig recht, das muss man trennen. Auch die Forscherin aus Ulm wurde nach unserer Sendung scharf kritisiert. Immer wieder heißt es, klinische Studien zu Methadon als Krebsmedikament könne es gar nicht geben, da die Labordaten nicht solide seien. Ich kann das nicht nachvollziehen. Meine Daten sind solide. Es können auch andere Wissenschaftlern
von der Universität Calgary die Daten nachvollziehen oder auch von der Universität München und die kommen zum gleichen Ergebnis, dass Methadon ein Wirkverstärker von Chemotherapien sein kann. Trotz dieser vorliegenden Daten anderer Wissenschaftler aus Calgary und München verfasste selbst die Uniklinik Ulm, an der Frau Dr. Friesen forscht, eine kritische Stellungnahme. Auch alle Informationen über ihre Forschungsarbeit zu Methadon wurden von der Website gelöscht. Patienten haben somit keinen Zugang mehr. Der stellvertretende ärztliche Direktor stellt sich einem Interview. Warum die Informationen von der Website gelöscht wurden, dazu könne er nicht sagen. Was die Vorbehalte gegenüber Methadon betrifft, kommt er zu folgendem Fazit. Es ist ein bisschen so, dass jeder das macht, was er kann. Umgekehrt sollte man nicht verteufeln, was man nicht kann. Also ich habe nichts dagegen, wenn das mit Schmerzen, wohlgemerkt mit Tumorschmerz, Patienten, die L-Methadon nehmen, ist das in Ordnung. Das ist nichts, wo ich dann sage, ich will dich nicht mehr sehen oder ich behandle dich nicht mehr. Mit den Daten von Frau Dr. Friesen will er jetzt sogar eine klinische Studie zu Darmkrebs und Methadon anschieben. Professor Wolfgang Wick, also der Mann mit den Vorbehalten gegenüber Methadon, teilt uns mit, dass er auch wegen des öffentlichen Druckes eine Studie zu Methadon und Hirntumoren beantragt habe. Ob und wann es zu den Studien kommt, ist noch unklar. Doch sie sind dringend nötig. Anderenfalls bleiben Patientenfälle wie der von Elke Jülle-Schlager ohne wissenschaftlichen Beweis. Der letzte Befund zeigt, die Tumormasse ist um 30% zurückgegangen. Ich gelte jetzt so als kleines medizinisches Wunder unter den Kollegen, wurde da auch so ein bisschen fast wie auf dem Tablett rumgereicht. Und also es versteht keiner. Jeder sagt jetzt plötzlich, du müsstest doch schon längst tot sein. Ob Methadon dafür verantwortlich ist und wie lange dieser Effekt überhaupt anhält, ist unklar. Doch eins hat die Ärztin definitiv gewonnen: Zeit und Lebensqualität. Diskutieren Sie über dieses Thema doch auf unserer Facebook-Seite. Mit dabei nach der Sendung auch Frau Dr. Friesen von der Uniklinik in Ulm.